Wie zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen. Fliegen auf zu den Gipfeln und stirb den Gletscher nach. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor. Und es rattert und brummt uns nur der Motor. Dann ruft der, der hinten sitzt, schaut, das Benzin geht aus, muss landen. Wie was hast, ruft der Pilot, was ich dich nicht verstanden. Wie was hast, sagt, ruft der hinten, warum land ich nicht sofort. Red doch Leute, ruft der vorne, bei dem Krach hör ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruft der hinten, warum machst du nicht, bist du dagegen. Ich versteh's nicht, ruft der vorne, musst mir's wirklich Leute sagen. Wie was sagst, ruft diese Lue, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Lass bei dem Mann zu tun, ins Lärme, ruft der vorne, gehör ich nicht. Aber los doch, ruft der hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Du nicht aufgeregt, ruft der vorne, rennt doch Leute, Gott für die Welle. Los, ruft dieser, wenn wir jetzt nicht landen, gehen wir ins Tal. Ich höre gern noch nichts, ruft einer, los, begreift das doch einmal. So hat im Motor ein Lärm, der Pilot hat nicht verstanden. Dass ihm jetzt Benzin könnte ausgehen, würde er sofort landen. Damals mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nicht mehr gesehen.